Medizin. Yes, ich glaube, ich weiß, ich weiß es. Let's go. Ich bleib bei meiner Klopapierrolle. Okay, zeig mal schnell meinen Luxus. Bis gleich. Oh, als Weihnachtsmann Crewmate. Ja gut, muss natürlich so sein, ne? Also, liebe Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Among Us. Wir sind hier wieder als Crewmate unterwegs im Stream von Nessie's World, die ihr gerade unten bei Weapons sehen könnt. Ne, jetzt seht ihr sie da. Link ist natürlich in der Videobeschreibung zu ihren, zu ihrem YouTube-Kanal und zu ihrem Social Media. Schaut da gerne mal vorbei und lasst Liebe da. So, und jetzt versuchen wir mal fleißig zu sein und vielleicht decken wir ja den einen oder anderen Mordfall auf. Mal schauen. So. Machen wir erstmal hier die Blättchen weg. Los. Okay, André beobachtet uns. Will der André mich killen? Ist er das erste Mal Imposter heute Abend? Wir wissen es nicht. André? Ich achte mal. Ich warte mal kurz. Nee? Okay. Hat er nicht gemacht. Vielleicht ist er Imposter, wer weiß. Vielleicht weiß er auch nicht, was er als Imposter zu tun hat. Okay, Flo und René. Okay. Will der André in den Vent springen? Was macht er? Mal, ich trau dem André nicht gerade. Wo? Okay. Ich hab die Leiche gerade vor Reactor gefunden. Vor Reactor, okay. Also Maurice und Nessie sind raus. Ja, André auch. Der hat uns auf Schritt und Tritt verfolgt. André, Maurice. Ja. Ich hab Wir haben so ein richtiges Dreierteam. Ich hab Flo gerade noch in Admin gesehen. Ja. Und mit Torben bin ich die ganze Zeit rumgelaufen. Also den würde ich auch erstmal saven. Zumindest und für diesen Kill. Hat jemand anderes als ich Paul gesehen? Der hat voll laggy ausgesehen. Er würde immer von Punkt zu Punkt springen irgendwie. Ja, ja, ich hab Task. Nee, aber das hast du auch gesehen, dann musst du quasi dich teleportieren. Du hast, glaube ich, ein bisschen hohen Ping gerade. Gerade Verbindungsprobleme. Ja, könnte sein. Du musst auch aufpassen, es sind zwei. Genau, überall, beziehungsweise was für Tasks hast du denn gemacht? Genau. Keine Ahnung, also zuerst Mülltasks, dann wo genau? Download, dann Mülltasks habe ich in Cafeteria gemacht. Okay. Dann bin ich nach rechts, habe Weapons gemacht, die Asteroiden-Task. Dann bin ich nach unten gegangen, hab O2 gemacht, nochmal Müll, dann bin ich zu Navigation, hab da ein paar Tasks gemacht, dann bin ich nach unten und zuletzt war ich auf dem Weg zu Reaktor. Hä, aber da war ich auch die ganze Zeit und Maurice und André waren da auch die ganze Zeit und wir haben dich nicht gesehen. Und außerdem, wo bringt man denn in der Cafeteria den Müll raus? Da oben, wo auch der Download ist. Wo auch der Download ist. Krass, hab ich noch nie gemacht. Okay, nee? Gut. Okay. Nee, hab ich noch nie angehabt, deshalb war ich gerade so, hä, wo bringt man das denn raus? Ja, genau. Ja, also ich habe Paul da zumindest hin und her teleportieren sehen, also ja. Okay. Also den einzigen, den ich also teleportiert habe, war Torben. Also wie gesagt, also zu meinem Kreis der Saven zählen erstmal auf jeden Fall Nessie und André und ich, weil wir die ganze Zeit rechts waren. Also von uns hätte keiner einer von den beiden Kills links machen können. Okay, wir wissen ja nur, dass eine Leiche links liegt. Ja, ihr könnt trotzdem in der Post sein, theoretisch, aber... Ja, ich weiß nicht, wo die zweite Leiche liegt, aber gut. Ja. Aber wie gesagt, die drei oder die beiden hatte ich eigentlich ständig im Blick gehabt. Ich könnte sie ausschließen eigentlich für mich. Also Nameless kann ich auch ausschließen, weil er von rechts kam und offensichtlich war nicht war. Also, aber eigentlich sind dann nur Anastasia und Paul sus, oder? Wo war René die ganze Zeit? Ja, ja, Anastasia und ich sind die ganze Zeit. Ich bin in Admin festgehangen, weil ich spiele das erste Mal am PC und Das Problem kenne ich auch. Anastasia, du hast jetzt aber schon ein paar Proberunden gespielt, das zählt nicht mehr bei dir. Doch. Ich kann es aber überhaupt nicht. Aber hast du deine Finger jetzt richtig, ja? Ja. Sehr gut. Okay, jetzt machen wir den Upload in Admin. Weil die haben Kill-Cooldown, auch wenn er jetzt nur ein paar Sekunden ist. André. Anastasia. Killt sie mich? Hey Paul, Anastasia. Nessie. Flo. Anastasia, okay.
André guckt, glaube ich, nur. André. René und Nessie. Okay, wenn einer von den beiden gleich tot ist, dann weiß ich Bescheid. René. So. Okay, nee. Gut, dass Nessie noch lebt. Hat sich das erledigt. Boah, ich will jetzt nicht Simon Says machen. Das, nee, das kann er nicht so schnell gemacht haben. Moment. Was? Moment, warte mal. Okay. Ich glaube, ich weiß, wer es war. In Medbay gefunden. Also Cafeteria. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Da vor, über Medbay, ne? Nee, in Medbay, auf dem Scan ungefähr. Echt? Ich habe nämlich gerade, wo ich an die Kameras gegangen bin, über Medbay noch eine Leiche gesehen. Hä? Oh mein Gott! Nee. Was? Nein, oh, nein, auf gar keinen Fall. Ich bin da lang gelaufen und ich habe nur René gesehen. Nessie stand in Upper Engine an der Task. Ja. Und dann bin ich rechts in Medbay reingelaufen. Da habe ich dann René gefunden. Und oben war auf gar keinen Fall. Wo war er in Medbay, bitte? Wo in Medbay? Ungefähr auf dem Scan. Ungefähr auf dem Scan. Flo, was hast du gesagt? Wo hast du die Leiche gesehen? Ich bin mir zu 95% sicher, dass ich gerade auf der Kamera, also auf der Kamera, die zwischen Cafeteria und Upper Engine ist, eine Leiche gesehen habe. Das heißt, zum Eingang zu Medbay ungefähr muss es gewesen sein. Pass auf, Flo. Ich hab auf der Kameraperspektive habe ich tatsächlich gesehen, wie René in Medbay reingegangen ist. Und Anastasia war auch da. Und dann sah so aus, als wenn es irgendwie gebuggt ist oder sowas. Aber es könnte auch dann die Kill-Animation gewesen sein. Ich weiß, ja, aber bei dir war noch keine Leiche da, oder? Nee, bei mir lag keine Leiche. Ich bin ja 2 Sekunden nachgetan und dann war die Leiche da. Und da gesagt wird, die Leiche liegt auf dem Medbay-Scan ungefähr, dann kann es nicht auf jeden Fall im Gang sein, beziehungsweise auch nicht nah an der Tür, aber... Also ich müsste mich jetzt arg getäuscht haben, wenn ich jetzt falsch gesehen habe. Die zweite Sache, aber irgendjemand hat gerade gesagt, er hat René in Medbay reinlaufen sehen. So, ja. Dann ist das Problem, wenn kein anderer reingelaufen ist, muss er entweder schon drin sein oder gewendet sein. Wie gesagt, ich habe Anastasia aber nicht reinlaufen gesehen. Ich habe, das hat sich irgendwie so hat auf der Kamera so ausgesehen, als wäre sie reingebuggt oder sowas. Also einfach so ein kurzer Glitch gewesen, der dann... Da muss so ein Bug gewesen sein, weil ich war gerade in... Was um rechts? Weapons. Nee, das kann nicht sein. Okay, dann... In Weapons bist du auf keinen Fall gerade. Ja, okay. Doch. No, no way. Ich bin gerade reingelaufen. No way, so schnell bist du nicht. Wo warst du denn davor, Anastasia? Ich bin da hingelaufen. Ich war erst in... Warum wurde dir Anastasia auf Upper Engine? Ich war erst in Upper Engine, bin dann da lang gelaufen und bin dann in Weapons gewesen. Mm-mm. Kann das sein, Maurice, oder nicht? Nee, das kann ja nur ein Bug sein. Das kann zeitlich nicht sein, weil sie halt noch oben auf dem Screen, ich sie noch auf dem Screen gesehen habe, als René in Medbay rein ist. Und dann kam wieder gesagt, der Glitch, und dann bin ich schnell aus den Cameras raus und wollte nachgucken. Aber ich war noch nicht mal in Upper Engine, dann kam der Report. Also Anastasia sein soll, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Anastasia ist. Also, aua! Dann ist Tom, weil die haben sich gegenseitig... Also das war... Ersten Kill gesaved. Ja. Okay, mal im Blick behalten. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt Anastasia nicht war. Das sah halt so komisch aus. Ich habe halt René da reinlaufen sehen und dann hat es so gebuggt, als wenn Anastasia da irgendwas quasi so mit dem Kill so dahin gesprungen ist. Aber sie kann nicht in Weapons sein. Sie kann nicht in Weapons sein, wenn ich sie kurz vorher auf der Camps gesehen habe, dass sie vor Medbay stand. Funktioniert nicht. Ich glaube, wir haben schon den ersten Imposteur herausbekommen. Flohlicht ist an Camps. Bitte save mich. Boah. Scheiße. Okay, schnell, schnell, schnell. Komm, noch einmal. Perfekt. Ich gehe an Camps. Nessie. Sie war hier. Das funktioniert nicht. Flo ist da. Okay, er tanzt. Sie stand hier. Das funktioniert nicht. Torben. Hey, Paul ist hier.
Torben und Hey Paul sind hier. Wenn jetzt gleich in Admin eine Leiche liegt, dann weiß ich Bescheid. Ich geh jetzt gucken. Wenn in Admin eine Leiche liegt, dann war's Torben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Nessie. Yes, ich glaube, ich weiß es. Echt? Nessie, oder? Nee, nicht Nessie. Also ich glaube, ich war eben. Ach, wie war ich? Weiß nicht, wie der da ist. Ich glaube, ich weiß es. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich habe Torben gesehen, dass er gewendet ist. Nee, ich bin auch. Pass auf, ich bin auch sass auf Torben. Ich war gerade fast die ganze Zeit in Camps. Flo war auch da. Ich weiß nicht, ob er das auch gesehen hat, aber ich habe gesehen, wie Hey Paul in Admin reingelaufen ist, dann ist Torben in Admin reingelaufen, dann gingen die Türen zu Cafeteria und zu Storage und dann ging der Alarm los. Dann bin ich rübergegangen zum Alarm, Torben kam dann auch dazu und ich habe mir nur gesagt, okay, jetzt gehe ich rüber zu Admin und wenn da eine Leiche liegt, bin ich mir sicher, dass Torben ist und da ich nicht zu Admin gehen konnte, sondern jetzt der Emergency Call kam und Paul tot ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Torben war. Als ich rausgegangen bin, war Paul am Leben. Ich sag kurz, warum ich habe keinen anderen da in der Nähe gesehen. Also ich bin bei Torben. Ich sag kurz, was ich bei Nessie fand. Vielleicht kam der während des Mails. Was ich bei Nessie fand, war in dem Moment, ich habe auf die Kameras geguckt und Nessie stand direkt über Medbay wieder an der Kamera und ist da ungefähr eine Sekunde stehen geblieben, genau da drüber und genau dann ging das los. Als hätte sie quasi. Als hätte sie quasi genau in dem Moment die Sabotage ausgelöst und wäre dann weitergelaufen. Deswegen kam es mir sass vor. Oh nein, ich habe mich einfach gedacht, ich habe gesehen, die Kamera ist in der Hand. Ich habe gedacht, bevor ich jetzt gekillt werde, bin ich auf Kamera. Flo hat auch die ganze Zeit vor den Kameras getanzt, als ich nur dran stande. Das war, glaube ich, auch vor Admin, ne? Ja, genau. Genau, dann bist du da weg, dann warst du wahrscheinlich auf dem Weg gerade zur Security, dann ist genau. Hey Paul da rein, dann kam Torben da rein, dann gingen die Türen zu. Und dann ging der Alarm los. Wie gesagt, Torben, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin da bei Torben. Also. Also ich war, als die Türen zugegangen sind, war ich schon in Cafeteria. Nee, no way. Nein, das kann nicht sein. Das auf jeden Fall. Okay, als du jetzt gesagt hast. Ich war mit Nessie in Cafeteria. Mhm. Ja, ich hatte Angst vor dir. Da hat Nessie gerade dieses Fixed Wiring gemacht. Als die Türen zu Cafeteria und zu Storage zuging, warst du mit Hey Paul in Admin. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Du könntest natürlich rausgewendet sein, dann hätte sie dich natürlich in Cafeteria irgendwann gesehen. Also ja, ich habe dich in Cafeteria gesehen. Ich habe noch den Chat gesagt, wenn ich jetzt sterbe, hier findet mich kein Schwein. Jetzt bin ich mir da ziemlich sicher. Ich bin dabei, Torben. Oh, jeder ist Torben. Nur Torben ist für Maurice. Hoffentlich ist jetzt bitte, vorbei. Bitte. Ja. Bam! Ja, Torben, beide Imposter gecallt, diese Runde. Gespielt. Ich komme einfach gar nicht auf die Tastatur, nice. Klappt wirklich gar nicht. Boah, ich war ja der Detektiv Conan des Among Us. Ich habe gerade einen wichtigen Anruf reinbekommen, ich muss leider aussteigen. Okay. Danke dir, René, dass du dabei warst. Ja, danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. Ich habe zum ersten Mal schon Anastasia gemotet. Die war einer. Und bei Torben dann irgendwie war es dann auch nachher klar, weil der ist gelandet. Ja, wie gesagt, Torben, du warst die ganze Zeit du bist da reingelaufen. Maurice, danke, dass du herausgefunden hast, dass es Torben ist. Er hat mich direkt am Anfang im Mapbag gekillt. Hey, und schön, dass gerade du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder lass es mich unten in der Kommentarbox wissen. Ebenso würde ich mich riesig freuen, wenn du da unten auf den roten Abonnieren-Button klicken und auch direkt die Glocke aktivieren würdest. Tut gar nicht weh, versprochen. Sekunde, Maurice, machst du die Endcard? Ja, kein Problem. Top, danke. Also, wir sehen uns im nächsten Video.